Sag mal, Menschenrudel erfordert auch ein gewisses Maß an Sicherheitsformen. Von was sprechen wir dann da, außer jetzt diese Einlasskontrolle? Ja, also grundsätzlich haben wir irgendwann mal beschlossen, dass es notwendig ist, einen externen Sicherheitsdienst zu beschäftigen. Das heißt, wir haben natürlich unsere Leute, unsere freiwilligen Helfer, unsere Teams. Und in der Vergangenheit, als wir kleine Events gemacht haben, war das auch immer gut. Da waren die da, da haben die auch mit aufgepasst, mal eine Nachtstreife gelaufen. Man weiß ja nie, da ist mal einer betrunken und taumelt da abends an den Autos rum und so Dinger. Das muss ja nicht sein. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, alles klar, wir gucken, dass wir da professionelle Unterstützung haben. Und ein Stück weit müssen wir das natürlich auch gewährleisten. Und die Aufgaben sind ganz klar. Die gucken natürlich, dass da für Ruhe gesorgt wird nach der Nachtruhe. Man schaut natürlich, dass da, sollte es zu Streitigkeiten kommen, dass da geschlichtet wird. Wir haben jetzt persönlich, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es jemals ausfallend wurde, sodass man da extrem irgendwie, Polizei zum Beispiel hätte benachrichtigen müssen, war noch nie der Fall. Aber auch, wir haben zum Beispiel die Zelte von den Sponsoren da, da sind Werte drin, ne, die übersteigen. Oder die Autos. Man muss ja im Prinzip rein theoretisch auch von außen absichern, dass keine dritte Person, die mit diesem Event gar nichts zu tun hat oder Störenfriede, diese Veranstaltung auch nicht irgendwie. Absolut, klar. Wir haben natürlich den Vorteil bei dem Gelände, das ist komplett abgesperrt. Also wir haben da Mauern, wir haben da Zäune, da sind nochmal Netze. Also es ist schon ziemlich schwierig, da drauf zu kommen. Natürlich geht es trotzdem, aber wir haben da, wie gesagt, diesen Sicherheitsdienst, der fährt dann Nachtstreife, der ist tagsüber aktiv. Die gucken halt da, wo sie gebraucht werden, sind sie dann auch. Alles klar. Ja, sagen wir mal, jetzt sind wir noch weiter fortgeschritten. Jetzt läuft das Event. So, was sind denn jetzt, ich sag mal, ihr seid ja sozusagen die Head-Orga immer noch. Ihr werdet schon eure anderen Teams haben, befreundeten Teams, die euch unterstützen bei der Organisation, muss man ja auch bei der Größenmenge. Aber wie läuft denn so eine Leitung von so einem großen Event ab? Beziehungsweise, was gibt es denn da für Aufgabenfelder? Na, grundsätzlich geht es ja im Endeffekt darum zu koordinieren. Ja. Ich muss nochmal schauen, okay, wir haben den Bereich Spiel, wir haben den Bereich Event, wir haben den Bereich Sicherheit, den Bereich Sanitäter, Feuerwehr, Infra etc. Und da muss man halt schauen, dass das läuft. Ja. Das heißt, vom Grundsatz her, die Marshals müssen zur richtigen Zeit aufs Spielfeld geleitet werden, die müssen auf ihre Positionen gebracht werden, das muss koordiniert werden, die Spieler müssen transferiert werden. Das ist auch immer ein Riesenaufwand. Da muss man natürlich schauen, wie sieht es aus, passt das alles beim Catering, haben die Probleme. Also ist es wirklich so, dass ständig irgendwelche Dinge anfallen, die man dann einfach vor Ort sofort, da muss man halt reagieren. Dann die Rettungs- und Fluchtwege sind natürlich, da müssen wir immer stetig aufpassen, dass da nicht irgendwie einer rumsteht oder eine riesengroße Menschenmenge sich aufhält. Das sind so Dinge, die gilt es dann zu koordinieren. Und im Endeffekt halt immer Ansprechpartner zu sein. Man darf ja nicht vergessen, dass, obwohl man dieses Event da gerade quasi durchzieht, ja, immer noch 1500 Leute auf dich zukommen können und es auch teilweise tun und sagen, hey, wie sieht's damit und damit aus? Oder hey, wie sieht's aus, können wir mal 5 Minuten quatschen? Ja? Was ich natürlich immer mega gerne mache, ja, also mich mit den Spielern unterhalten. Und die bringen auch schon dann konstruktive Kritik auch vor Ort an oder loben ein, was natürlich das Beste ist, ne, wenn sie sagen, hey, das ist echt das Hammer, was ihr hier macht. Kostet aber natürlich dann auch Zeit und manchmal ist es leider einfach nicht umsetzbar, weil da muss man schon wieder da sein oder da sein. Oder man ist schon stetig auf Strom. Okay. Kriegt man da eigentlich jetzt, ihr als Airsoft-Helden, kriegt ihr da eigentlich überhaupt noch so allgemein von dem Spiel was mit? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass man da eigentlich doch viel im Orga-Zelt oder so mit zu vielen Aufgaben da bekommt, dass man eigentlich gar nicht so jetzt den Spielfluss da mitbekommt, oder? Ja, also das, ich kann natürlich nur für mich sprechen. Die Jungs in ihren einzelnen Bereichen wissen das selbst am besten. Mhm. Aber es ist auch teilweise so gewollt, von mir auch, dass, ich sag mal, der Einweisungsordner-Mensch, sage ich mal, dass der nicht weiß, was auf dem Spielfeld abgeht, weil das einfach nicht seine Baustelle ist. Ne? Also wir versuchen da wirklich Kompetenzbereiche irgendwie zu schaffen, die dann abgedeckt werden. Ich persönlich bekomme vom Spiel aktiv gar nichts mit. Also ich versuche im Spiel eins, zweimal aufs Spielfeld zu fahren, so abzuklopfen, wie ist die Stimmung, guck mir das dann halt auch an. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da in irgendeinem Funk oder sowas sitze und dann mitkriege, okay, die haben jetzt gerade die und die Mission. Also dafür haben wir dann wirklich die Spielleitung, die das aktiv dann auch damit verfolgt. Ich meine, das ist ja für dich auch ganz praktisch, wenn dann gewisse Leute
wie GSP ein Aftermovie macht oder so, und dann, dass du mal die Stimmung dann siehst. Oder ja, absolut, wie, klar. Wie ist das dann, wenn man dann einfach mal so ein Filmgeschehen mal so sieht? Es ist gut, dass du es ansprichst, weil bei dem Tschernobyl-Video, das ihr online gestellt habt, da habe ich erstmal selber diese Story-Elemente, dieses Lappen mitbekommen. Das heißt, ich hab mir in eurem Video angeguckt, ey, wie lief das denn in diesem Spiel? Und war dann total positiv überrascht. Auch der Ivan hat es ja kommentiert, glaube ich, das Video. Mhm. Hat er gesprochen und hatte so die Story erklärt. Und ich habe mir gedacht, oh, cool, ja, nee, klar, total geil. Das heißt also, ich freue mich mega auf die Videos nach dem Event. Okay. Auch immer von den Spielern, die ja dann aktiv dann irgendwie ihre GoPro aufschnallen und dann irgendwelche Ingame-Szenen filmen. Also ich gucke mir das natürlich alles zu Hause an und ja, ich bin da mal mega happy. Also das ist so einer der Momente, die es wert ist, das alles zu machen, wenn man dann einfach sieht bei das YouTube, Ergebnis, ja, sozusagen. Da kommen auf einmal bam, 30 Videos online und dann ne, diese fetten Trailer dazu. Dann, das ist schon so der Moment, wo du sagst, ey, das ist cool. Ja, freut uns und ich denke mal auch jeden anderen, der wo irgendwann Videomaterial da macht. Jetzt hast du ja schon vorhin gesagt, ein paar Shops sind auch dabei. Sozusagen Kooperation mit anderen Partnern werden auch eingegangen, damit man sowas stemmen kann. Wie sieht denn das so aus? Da werden ja Shops dabei sein, vielleicht, wer sind da noch alles dabei oder was sind so allgemein diese Partner, die jetzt direkt für das Event sind? Weil ich meine, Behörden ist jetzt wieder die andere Sache, aber was sind denn so Partner oder kann man sich da vorstellen? Das ist ein breit gefächertes Spektrum an Kooperationspartnern. Zum einen halt die Airsoft-Geschichte, dass man sagt, okay, da sind Shops vor Ort, mit denen man zusammenarbeitet und darüber hinaus ist Catering und natürlich auch die Firmen, die da alle mitwirken, ne, über Strom und Infra etc. Zum anderen ist es auch so, dass wir mit dem größten Paintball-Event zusammenarbeiten, die veranstalten eine Woche nach uns und das sind natürlich so Symbiosen, sage ich mal, die unverzichtbar sind, weil das natürlich Größenordnungen sind, die mega Know-how und auch Budget im Endeffekt beanspruchen und alleine sowas zu stemmen ist unmöglich. Okay, sagen wir mal, jetzt ist das Event wieder vorüber. Ja. Mal klar, da kommen wir gleich mit zu Bilanz ziehen, ist klar, aber wie sieht es jetzt aus? Jetzt ist es vorbei, alles hinweg, lässt man es ja nicht so stehen. Nee, also vor Ort geht dann die Katastrophe los. Ne? Also das ist der Punkt, an dem wir natürlich erstmal aufatmen und sagen, okay, das Ding ist gewuppt, aber dann geht halt die Drecksarbeit los. Ne? Also dann muss man da aufräumen, dann muss man abbauen. Gut, durch diese Partnerschaft mit dem Paintball-Event müssen wir nicht alles abbauen, weil eine Woche später geht es ja nochmal los für die Jungs da. Aber ne, im Groben ist es halt wirklich aufräumen, nachbereiten. Vor Ort direkt und da bin ich auch der Letzte, der fährt. Ja. Das ist halt dann einfach so die bittere Pille, die man zu schlucken hat, aber das ist ja selbstverständlich. Und mehr ist es an dem Tag auch eigentlich gar nicht mehr. Gut, klar, man macht mit dem Rettungssanitäter, dann zieht man nochmal Fazit vor Ort, ja, mit Feuerwehr und so drumherum. Ne? Wie sieht es beim Catering aus? Ist da alles gut? Und dann klopfen wir das alles ab und am Ende des Tages wird da halt geputzt. Und dann sieht es so aus, dass wir, meistens ist es so, dass wir bis spät in der Nacht da sauber machen und also es ist jetzt schon fast so, so Standard geworden, dass wir uns dann irgendwie abends, 23 Uhr oder so, setzen wir uns auf die Bühne, vor der Bühne kommt dann der Grill, dann wird da nochmal Musik gehört, dann grillen wir nochmal und dann lassen wir das Ganze ausklingen. Okay, ja und dann denke ich mal, jetzt sieht ja auch Bilanz oder geht auf die Kritiken vielleicht schon, was vor Ort gegeben wurden, auf das Feedback ein, was kann man besser machen oder so weiter und so fort oder wie sieht da die Nachbereitung von so einem Event aus? Ja, also natürlich, also es ist ja schon so, dass wir quasi an diesem Abend, wo wir da auf der Bühne sitzen, ne, da wird ja schon darüber gesprochen, ne, was war gut, was war schlecht und dann ist es ja so, am nächsten Tag oder zwei Tage danach fährt man halt nach Hause und dann erwartet man quasi schon, was ist dann online. Was haben die Jungs gesagt? Was haben die Mädels gesagt? Wie sieht's aus? Dann lesen wir uns das durch, gucken uns schon ein paar Videos an. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich schon einfach auf der Rückfahrt sehe, dass da Videos hochgeladen wurden. Da denke ich mir einfach, Wahnsinn, ey, wie schnell die Jungs sind. Nee, und dann natürlich guckt man sich das an. Manchmal freut man sich dann, ne? Manchmal denkt man sich, ah, verdammt, der hat es mir jetzt ein bisschen härter erklären wollen. Aber gut, dann geht's aber auch eigentlich schon direkt los. Also ich mach's dann so, dass ich dann quasi, sobald ich diese ganzen Kritiken lese,
fange ich an, das schon ein bisschen auszuwerten, zu sagen, okay, alles klar, bei diesem Punkt sind sich sehr viele einig, also nehme ich den Punkt mit raus. Und dann knall ich den schon auf die Flipcharts und dann geht es eigentlich schon daran los. Also ich knüpfe an der Kritik der Kunden im Endeffekt dann an. Okay. Macht ihr eigentlich jetzt auch noch was anderes außer die Eventplanung im Bereich Airsoft oder beziehungsweise Event veranstalten? Also wir planen jetzt für die Zukunft noch 2, 3 Projekte, über die ich jetzt nicht sprechen darf quasi, ja. Okay. Wir müssen noch ein bisschen geheim. Aber was wir schon gemacht haben, war jetzt auf Messen zu gehen, sei es jetzt die Roleplay Convention zusammen mit Bonair. Mhm. Oder halt, ja klar, wir gucken uns auf der IWA ein bisschen um, ne, und nutzen halt da natürlich die Gelegenheit, dann in Gesprächen zu kommen mit der Airsoft-Industrie und im Endeffekt bauen wir dann aber schon den Weg wieder Richtung Dark Emergency oder Richtung Groß-Events. Ja, das waren jetzt eigentlich so mal unsere Fragen an dich. Hast du vielleicht noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Ja, jetzt direkt nicht mehr. Also grundsätzlich finde ich das super, was wir jetzt hier gemacht haben, dass wir auch im Endeffekt mal so beleuchten, was passiert hinter den Szenen. Ihr seid natürlich auch eingeladen, dort zu filmen. Am Event könnt ihr gerne euch den Aufbau etc. mit angucken. Also ich habe da nichts zu verheimlichen. Okay. Und wenn es jetzt so ist, dass eure Abonnenten sagen, hey, wir haben auch noch 2, 3 Fragen, die nicht behandelt wurden, ich bin natürlich auch gerne bereit, die im Nachgang nochmal irgendwie zu thematisieren. Genau. Ja, wie gesagt, ich denke mal, für euch war das auch mal ganz interessant, mal ein bisschen was drumherum über so ein Großevent zu erfahren. Hier haben wir halt einfach The Man. Und wenn ihr einfach noch wirklich Fragen habt, schreibt es direkt auf deren Facebook-Page. Das ist alles unten in die Infobox drin. Schaut mal im FAQ nach auf der Homepage von den Airsoft-Helden. Oder schreibt einfach die Airsoft-Helden mal direkt an. Geht eigentlich alles über die Media-Plattformen, Facebook und so weiter und so fort. Ja, dann bedanke ich mich auch, dass du bei uns da warst, den weiten Weg in Kauf genommen hast. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ja. Servus zusammen, hier ist der Ivan, aka Friday von GSP Airsoft und ich freue mich wirklich über dieses Review, da ihr da draußen sehr oft nach dieser Waffe gefragt habt. Es gibt aber noch andere Gründe.